Auf geht's, Trader, Bitcoin. Der Kampf zwischen Unterstützung und Widerstand geht in die nächste Runde. Bitcoin versuchte über die 5000 Dollar Marke. Kam ein klares Niet mit einer offenen Lücke. Wohin? Bis an die 3000 Dollar Marke. An diese horizontale, ehemals Widerstand, jetzt Unterstützungszone. Aufsteigendes Dreieck oder Bullenflagge. Hauptformation, Nebenformation wird bullisch aufgelöst. Die Lücke ist nicht ganz geschlossen worden, aber die 3000 wurde genutzt. Und dann gab es eine ordentliche Gegenreaktion. Jetzt könnte man sagen, okay, die Bären haben einmal ordentlich den Markt ausverkauft. Jetzt gibt es eine Gegenreaktion. Was der Bär einmal macht, macht er ein zweites Mal. Okay. Auf der anderen Seite ist es so, bei Bitcoin gab es zwar immer wieder mal einmal, aber dann sofort wurde es gekauft. Und das ist die Frage. Erstens, gibt es eine zweite Welle? Und falls es eine zweite Welle gibt, ab wann gibt es denn die zweite Welle? Was man sagen muss ist, nach meinem Dafürhalten, falls Bitcoin nochmal hier hinkommt, in Richtung 2780, 2800 und diese Lücke schließt, werden sich sehr wahrscheinlich wieder Käufer finden. Bis dahin ist aber noch einiges. Kurzfristig muss man sagen, ich zeige Ihnen das einmal über den 4-Stunden-Chart, also von dem Ausverkauf, was wir gesehen haben, haben die Bullen noch nicht ganz die 61,8% Retracement-Marke gemacht. Das ist hier knapp unterhalb der 4200er-Marke. Also große Widerstandszone. Und Sie sehen, hier könnte ja auch eine horizontale Widerstandszone sein. Und das sieht man hier. Also auf Schlusskursbasis 4160, Schatten 4100. Und dann legt sich das hier nämlich auch mit dem Schatten hier oben zurecht. Das heißt, alles zwischen 4.100, 4.200 ist eine größere Widerstandszone, falls Bitcoin dahin läuft. Darüber muss man sich im Klaren sein. Auf der anderen Seite wiederum, was die Bullen angeht, ordentliche Bewegung, fast eine V-Formation. Und das sieht jetzt mittlerweile wieder aus wie eine Bullenflagge. Also wenn man sich das so in einer Stunde anguckt, so, das Dach wird auch von der 200-Stunden-Linie belegt. Und wir haben gestern schon miteinander darüber gesprochen, hier in dieser Phase wollen wir keine Formation traden, sondern wir wollen den Ausbruch traden. Also geht der Markt über die 200-Stunden-Linie drüber, dann 4100, 4160. Darüber hat der Markt Potenzial, nochmal eine Welle draufzusetzen. Und aufgrund der Tatsache, dass der Markt sich jetzt zumindest die letzten Stunden hier oben aufhält, müsste man sagen, ja, der könnte durchaus da oben hinlaufen. Kurzfristig. Auf der anderen Seite, ich erlaube mir nochmal einmal diese Linie wegzunehmen, haben wir auch eine horizontale Unterstützung. Da waren wir heute Morgen, das habe ich Ihnen noch gestern gezeigt. Hier, schauen Sie, da ist es Widerstand, das ist Unterstützung und Unterstützung. Und das könnte wieder im Kleinen, im ganz Kleinen, eine Art absteigendes Dreieck sein, Fragezeichen. Also, setzt auf, nicht ganz ran, setzt auf. Sie sehen, der Markt spitzt sich hier zu. Geht da oben durch oder geht da unten durch? Wenn er unter die 3840 geht, dann hat er zumindest nach meinem Dafürhalten das Potenzial, je nachdem. Auf alle Fälle haben wir hier das Potenzial, zumindest eine Bewegung zu machen in Richtung 3600, möglicherweise hier 3500. Also kurzfristig denken. Nach oben, falls diese Flagge bullisch aufgelöst wird, in Richtung 4100, 4200. Falls diese Horizontale gebrochen wird mit dem Wissen, dass das eine Flagge sein kann und wir wissen nicht, ob das jetzt so oder so, dafür haben wir zu wenige Auflagepunkte, wäre das Ziel alles so im Bereich von 3600, 3500 aktiviert. Noch nicht klar genug. Ich persönlich würde zum Beispiel einen großen Doppeltop interessant finden, also nochmal 4100, vielleicht ein bisschen darüber hinaus und dann hier durch. Dann hätten wir eine größere Formation. Das hier gerade ist alles klein. Oder wenn der jetzt hier direkt bullisch aufgelöst wird. Alles klein, klein. Auf alle Fälle, aufgrund der hohen Volatilität, gibt es hier sehr viele Formationen, sehr saubere Formationen. Aber auch, bitte sich klar machen, Bitcoin innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Stunden von 3000 auf 3900, 30%. Also, bitte sich über diese Volatilität im Klaren sein, wenn Sie Bitcoin traden. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, nach meinem Dafürhalten kleine Positionen zu handeln. Ansonsten ist die Volatilität in Ihrem Depot sehr groß.
Wenn Sie dazu Fragen haben, kontaktieren Sie uns sehr gerne. Den Link finden Sie in der Beschreibung.